Was geht, meine Freunde? Willkommen zu Stardew Valley, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt eingeschaltet. Was heißt hier, ihr habt eingeschaltet? Das laber ich da nicht für eine Scheiße. Ja, nee. Aber willkommen zu Stardew Valley, meine Damen und Herren. Ich kann diese Melonen immer noch nicht ernten, okay. Müsste das morgen dann ungefähr. Ich glaube, Zeit wäre dann morgen. Und ich hoffe mal, dieses Wein kommt endlich mal raus hier. Wir haben ja hier einen schönen Brunnen. Das ist ja geil, Jungs. Relativ nice. Und wir lassen uns jetzt gerade auf dem Big Co-op. Big Co-op bauen hier oben, wie ihr seht. Da steht ja nämlich so ein Hammer drauf. Das wird hier gerade gebaut. Wahrscheinlich von innen. Und wir können halt trotzdem rein. Denke ich zumindest, weil sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen. Dann müsste man überhaupt keine Tiere kaufen, bis man den Deluxe Co-op hat. Und das wäre ja... Das wird nicht Sinn machen. Es wird keinen Sinn machen. Ja. So, kann ich rein? Ja, genau, die macht das hier weiter, okay. Okay, die haben alle Futter, das ist super. So, Honig möchte ich gerne mitnehmen, bitte. Lass mich den Honig ernten. Zack. Die Kuh wird nochmal gemolken. Ja, du gibst mir keine Milch. So rechne ich schon mal dir schlecht an. Okay. Ich habe jetzt von jedem Milch, oder? Ja, einer konnte nicht gemolken werden, warum auch immer. So, hier ist auch nichts weiter. Gut, also wir haben wieder 11.000, wie ihr seht. Also wir haben echt ziemlich viel Money. Und hier ist alles bewässert, oder? Jo. So, gut. Zack, zack, zack. Aber ich hätte ein... Ja, ich hätte ein Ei jetzt in die Mayonnaise-Maschine tun sollen, aber... Macht jetzt auch keinen Unterschied. Und wir müssen ja auch noch warten, bis es endlich regnet. Dann können wir uns dieses Mermaid-Pendant-Dingsmonster kaufen. Und ich wollte mich nochmal informieren über, wie viel kostet denn jetzt nochmal die Renovierung des Hauses? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Und da war nichts Besonderes mehr. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Das werde ich dann auch noch... Das können wir eigentlich jetzt gucken. Wir sehen uns gleich wieder, Jungs. Also die nächste Renovierung kostet 50.000 und braucht noch 150 Hardwood. Ich würde jetzt mal gucken, wie viel Hardwood haben wir denn? Und ich glaube, wir haben nicht viel, wir haben 8. Wir brauchen 150, Jungs, ja. Ja gut, das mit dem Haus renovieren wollte ich sowieso noch nicht. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich eigentlich. Das können wir echt noch machen, Jungs. Keine Sorge, das machen wir alles noch. Machen wir noch. Aber das Hardwood und allgemein 50.000, das ist echt schon etwas zu krass für unser Niveau bis jetzt. Vor allem da wir das jetzt noch nicht wirklich brauchen. Nee. So, let's go. Dann sehen wir mal Abigail. Get lonely on your farm. Ja. Deswegen würde ich die auch heiraten. Du sagtest hier jetzt ein paar... Geil, geile Cookie. Nice. Ja, das hat immer solche kleinen Aussetzer, Lex. Wir gucken mal, was da, woran es liegt. So. Jetzt hat es keine Lex mehr, okay. Es hat dann wahrscheinlich gelegen, weil ich halt noch Google Chrome offen hatte. Aber sonst hätte es. Sonst hat es aber auch nie geleckt. Aber naja, gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, toll. Dreimal Trash, ey. Was ist denn das hier? Und der See wird grün? Warum? Der ist grün. What the hell? Jungs, der ist grün. Hat das irgendwas zu bedeuten? Was mich nochmal interessieren würde, verkaufst du eine noch bessere Angel? Ich glaube eher nicht, ne? Bro? Ich habe schon, glaube ich, schon die beste Angel, oder? Ja. Solche Korkbobbers. Die sind halt richtig geil. Causes fish to escape slower when you aren't reeling them in.
Der See ist einfach grün, Jungs. Was hat das denn für ein... Was hat das für eine Bedeutung? Was hat denn das für eine Bedeutung eigentlich? Ja, guck mal, der wartet sogar vor der Mülltonne. Was bist du für ein Typ? An sich kann ich jetzt auch nicht viel machen. Was wollte ich denn machen? Ich überlege gerade, was wollte ich machen? Aber ich habe doch nichts zu machen. Tatsache, ich habe nichts zu machen, Jungs. Na gut, dann tun wir die ganzen Sachen jetzt hier noch rein. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ja, dieser ganze Müll ist halt einfach... Der überhäuft sich hier. Müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten? Ja, bis der Müll jetzt hier recycelt wird, dann tue ich nochmal eins rein. Muss ich nochmal warten und dann tue ich das hier rein und dann kann ich schlafen gehen, dann ist kein Problem mehr. Und ihr könnt eigentlich noch ein bisschen chillen, weil ich habe jetzt eigentlich viel zu tun überhaupt, allgemein. Ich habe überhaupt nichts zu tun. Ich kann ja mal gucken, ob ich die Rare Crow, vielleicht so eine Rare Crow finde. Ich kann ja mal runtergehen. Vielleicht finde ich da was. Vielleicht aber auch nicht. Das hier lässt mich schon gar nicht mehr weg, ne? Er guckt jetzt. Kann doch nicht sein, dass es hier übelst überfüllt ist mit allem dreckigen Kram, ja? Ach komm, es kann doch nicht sein jetzt hier. Guck mal. Alter, wie das einfach hier voll ist. Okay, ist mein Bruder. Ihr hört ihn im Hintergrund. Der dreht wieder durch. Wie immer eigentlich. Also das ist normal eigentlich. Der schreit jede Nacht so rum. Wegen Minecraft. Wieso rechtfertige ich mich überhaupt? Wieso sage ich das eigentlich immer? Das ist schon bekannt. Der Typ ist geistig zurückgeblieben. So, Rare Seed. So, in Faltex, all season to grow. Ist das viel wert? So ein Sprinkler. Cold Slow. Ich hab doch Coffee Beans. Place 5 Beans in a cake to make coffee. Geil! Aber der Dir hat auch nichts Besonderes. So, ich könnte eigentlich schlafen gehen. So, zack. Mix Seeds. Ja,
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal hier. Bin gespannt, wann dieser Wein fertig sein soll. Ja, Jungs, ist ganz okay. Es regnet. Man hört es an diesem Geräusch. Es donnert sogar. Geil, das müsste heißen, dass diese Rattling Rod. Dear Jogger, thank you for purchasing a co-op upgrade. In addition to doubling the capacity of your co-op, I've taken the liberty of installing an incubator. To use the incubator, simply place an egg inside. If you have space left in your co-op, the egg will hatch in several days. As always, thanks you for your business. Das heißt, da kommt dann ein neues Viech raus und mein Bruder schreit wieder geistig zurückgeblieben rum, wie ein geistig zurückgebliebener. Normal bei ihm. So, ich habe 2, ich brauche 4. Noch einen. Ich hab genug. Ich habe sogar 5 Stück. Na gut, Jungs. Wo ist hier meine Melone? Hier. So, 7. Boah, halt die Fresse, du Stück Scheiße! Mein Gott, Alter. Der Typ regt so auf, ey. Der Typ schreit die ganze Zeit wie so ein geistig zurückgebliebener. So. Langsam reicht's mal. Jeden Tag, Alter, dieses dumme Stück Scheiße. So, die gehen automatisch nicht raus, das ist schon mal geil. Ihr seht hier, wir haben 8 Plätze dafür, wir können jetzt 4 Enten kaufen. Machen wir auch gleich direkt dann. Kriege ich noch mehr? Ah, ich habe ja nicht mehr. Ich habe kein Futter mehr, oder was? Ernsthaft? Mann, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt kein Futter mehr habe. Gut, dann hacken wir hier ein bisschen Gras weg. Und ja, wir müssen jetzt eigentlich dieses Quality Crops Bundle fertig haben. Wir müssen eh Futter kaufen. Ich kaufe direkt mal Futter mit und 4 Enten. Und dann muss ich nochmal nachgucken, wie viel dieses Big Barn Upgrade kostet. Machen wir dann gleich auch. So, kann ich jetzt rein? Dankeschön. So, Supply Shop. Mieter. Haben wir das noch drin? Das weiß ich nicht. So, ich nehme jetzt einfach ein paar mit. 100 mal 50 sind 5000, oder? Ich nehme jetzt 150 mit. Mein Bruder ist wieder ganz komplett durchgeknallt, also richtig dumm. Dummes Stück Scheiße ist das. So, Tima, wie soll ich dich nennen? Donald, komm. Donald. Ja, der dreht durch. Es ist 23 Uhr und er schreit wie so ein geistig zurückgebliebener. Es ist sogar 11:30. Und morgen hat er Schule, Ilse. Ja, so ist er drauf. Great, I will send little Donald to a new home right with me. Ja, der ist durch. Also der ist auf jeden Fall in der... Das ist ein Klapsmüllkandidat auf jeden Fall.
damit ihr alle Bescheid wisst. Braucht nicht in die Kommentare zu schreiben, irgendwas. Der ist geistig zurückgeblieben, also das sieht man doch. Ich meine, er schreit wegen Minecraft rum, das ist schon Beweis genug. Ja. Ja, der ist halt einfach geistig zurückgeblieben, also was soll man dazu denn sagen? So, soweit ich weiß, wenn dieses Ding hier ein Ei legt, kann ich das hier in Incubate irgendwo reintun oder so. Hier rein, glaube ich. Ist das ein Inkubator? Ja, hier ist auf jeden Fall die Heizung. Ah, hier ist das Incubator. Da kann man dann ein Ei reintun. Und dann wächst da eins. Okay. Also wächst, was heißt hier wächst? Ah, hier habe ich, ja, hier habe die Kühe noch nicht gefüttert. Macht Sinn. Und da kommt wahrscheinlich ein neue Ente raus. Ja, macht auch Sinn, wie ich finde. Stimmt. Das wollen wir jetzt noch verkaufen. Machen wir auch. Ey, was heißt verkaufen? Du meinst Community Center. Ab zum Community Center. Na dann, let's go, Jungs. Ah, hier ist das Community Center. Wir wollten ja noch nachfragen, wie viel dieses Big Barn Upgrade kostet, ne? Jo, das machen wir auch auf jeden Fall. So, dann haben wir das Quality Crops Bundle abgeschlossen, Jungs. Das ist schon mal nice. Zack. Easy. Ah. Okay, Preserver's Jar. Nicht schlecht, können wir jetzt auch Marmelade, noch eine Marmelade machen. So, hier. Machen wir ja sowieso ein. Was in Art? Ein Dark Egg müsste man bald haben. Wolle. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann. Ich glaube, Ziege kriegt man früher. Also, eine Ziege bekommen wir, glaube ich, früher. Und. Jo. Also, ich glaube, ich kaufe auf jeden Fall keine Enten. Weil die kosten 4000 je Stück, ja. Das ist schon ziemlich viel. So. So, ich will jetzt mal gucken, wie viel das Upgrade kostet. So, was haben wir jetzt bis jetzt noch nicht? Ein Korb? Hammer. 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 Haben wir jetzt nicht. Haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Unlocks Rabbits. Aha. Also wenn wir einen Hasen haben, kriegt man bestimmt auch ein Rabbit's Foot. Glaube ich. 20.500. Ja, das ist nicht mal so viel. Du brauchst halt 200. Du brauchst halt 20.000. Hier brauchst du 12.000. Jo. Ja gut, dann kaufen wir das hier auf jeden Fall bald. 12.000 kostet das. Ich glaube, Wood haben wir jetzt genug. Ich weiß nicht. Ja, 200 Steine, glaube ich, ungefähr. Und 450 Holz. Lässt sich schon machen, Jungs. Aber wir sollten es... Ja, wir sollten... Wir können eigentlich immer bauen, Jungs. Das ist kein Problem. Jederzeit können wir dann noch diese Tiere dann dazu adden. Wie gesagt, da leben hier trotzdem die Tiere da drin. Es ist nicht so, als ob die dann nicht mehr leben könnten da drin. So, dann müsste ich zum Strand noch. Und dann verdienen wir halt ein bisschen Kohle. Und ich hoffe, der macht Battery Packs jetzt endlich, weil es halt auch hier donnert. Wir haben ja nicht umsonst so eine Lightning Rod. Und das müsste halt Battery Packs herstellen. Und die sind, glaube ich, ziemlich teuer sogar.
So, ich hoffe, hier kommt noch sehr viel an den Strand. Und wie wir sehen, nice. Einigermaßen viel. So, zack. Mix Seeds. Okay. Joa, ist eigentlich eine okaye Ausbeute. Auch wenn diese Kockeldinger da nicht so viel wert sind. Aber trotzdem, es ist was. Nicht so wie dieser Müll hier, den wir auch bekommen. So. Genau, stimmt, es regnet ja. Aber ich habe kein Geld. Warum? Warum habe ich daran nicht gedacht? Freunde, shit. Aber das ist in jeder Jahreszeit da, also. I can see it in your eyes. There be such a bad. Fuck, Mann. Okay, wir brauchen noch 3000. Gut, wenn wir 3000 haben und es wieder regnet, dann merken wir uns auf jeden Fall die 5000, dass wir die für das sparen. Wir kaufen auch keine Enten oder sowas. Ich sollte es mir wirklich merken, Jungs. Müsste zwar, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich viel bekommen. Ich müsste aber so um die 2000 auf jeden Fall bekommen. Nee, locker safe kriegen wir. Okay, wir haben morgen so viel Geld, aber es regnet wahrscheinlich morgen dann immer. Leider. Weiß jetzt nicht, ob da auch Battery Packs schon hergestellt worden sind. Wein! Grape Wine. Geil. Der macht noch was damit. Gut, da haben wir Wein, Jungs. Damit kann man wirklich Wein herstellen. Das ist ja richtig nice. So, zack. Durch das ist man noch rein. Dann gehen wir schnell zum Community Center, tun den Wein da rein. Und ja, meine Damen und Herren, dann haben wir eigentlich hier. Da fehlt uns eigentlich nur noch diese Pomgranate und Rabbit's Foot. Weiß man jetzt auch, wie das geht. Wir brauchen Deluxe-Koop. So schwer sind die Upgrades nicht mehr. Die sind nicht schwierig. Wir haben jetzt schon ein Grundlimit, was wir so verdienen ungefähr am Tag. Sind so ungefähr um die 1500, die wir verdienen. Und damit. Können wir das Ganze auch ermöglichen hier. So, Wein. Zack. Diese beiden Sachen sind halt. Dauern halt. Das dauert noch. Aber ich will wissen wenigstens, wie das jetzt geht. So, Chefs Bundle, Trüffel weiß ich auch, wie es geht. Poppy und Fiddlehead Fern. Die beiden Sachen weiß ich noch nicht, wie die gehen. Duckfeder. Wir haben ja eine Duck. Ne, eine Ente. Wahrscheinlich kann man die auch hier mit der Schere irgendwas machen und dann kann man eine Duckfeder bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas um den Dreh. Und dann würde ich auch sagen, dass wir nach Hause gehen, warten bis die Ente wächst und dann hoffentlich, dass es wieder regnet. Wir kein Herz jetzt mit der verlieren und joa, dass wir halt dieses Mermaids Pendant kaufen. Oh, warte mal. Da ist ja was gewachsen. Alter, wie geil. Jungs, nice. Und dieses Lightning Rod, hoffentlich machst du Battery Packs, Bro. Ich hoffe es. Das wäre geil über Nacht. Bestimmt. So, dann tun wir das noch in den. Alles in die Schatztruhe. Dann war es doch mit diesem Part. Wir haben jetzt nichts mehr zu tun. Der Hund ist fröhlich hier. Ist doch schön. Naja, auf jeden Fall, das war's mit diesem Part von Stardew Valley. Wir bekommen einiges. Ja. Alter, fast 8000, Jungs. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Stardew Valley. Ciao, Freunde von Stardew Valley. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Haut rein. Ciao, 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 ciao.